Sophie Radio Turnkuhl, anscheinend macht das schlau. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier wird schon kräftig vor sich hin erzählt bei Radio Tonkuh. Wir stellen uns vor am Donnerstagnachmittag auf den zugangsoffenen Sendeplätzen. Verantwortlich heute Andrea Gabatsch von der Stadtbibliothek und Thomas Munschig. Und zu Gast heute Dominik, Patrick, Lara, Mia und Emma. Und der Anlass, weshalb wir uns heute Nachmittag hier mit Ihnen an den Empfängern zusammengesetzt haben, ist der Julius Club, der nämlich jetzt langsam aber sicher seinem Ende entgegengeht. Und Emma weiß genau, was ist denn eigentlich der Julius Club? Der Julius Club ist ein Club, in dem man liest und schreibt. Das sagt auch schon der Name, Julius Club, Jugend liest und schreibt Club. Und dann, man kann Bücher lesen und die dann hinterher bewerten und kann auch viele Preise gewinnen und an Aktionen teilnehmen. Emma, und was macht jemanden an, wenn er von so einer Aktion hört? Warum fängt er an und sagt, geht hin, ihr habt gerade alle hier eure Ausweise in den Händen, lässt sich registrieren, wird Clubmitglied? Ist das das pure Interesse am Lesen? Ja, also bei mir schon. Mit was hast du so angefangen? Honey, Nanny, Harry Potter oder was auch immer, was lest ihr so? Fantasy, so. Ja, vieles halt, eigentlich alles, was da so steht. Und dann schalten wir jetzt, bevor wir zu den Jungs, die heute nämlich auch als Erste hier waren, kommen, nochmal zu Lara rüber. Lara hat sage und schreibe, ich habe das nicht geglaubt, wie viele Bücher gelesen? 84 Bücher. Kann gar nicht sein, dann müsstest du in den letzten 6 Wochen rund um die Uhr gelesen haben. Nee, eigentlich habe ich nicht durchgehend gelesen. Ich kannte einige Bücher, aber halt nicht alle, aber ich habe fast nur am Abend oder so gelesen. Donna und Doria. Und da fragen wir jetzt mal bei den beiden Youngstern nach, bei Patrick und Dominik. Patrick, da kannst du noch nicht ganz mithalten, ne? Du bist ja auch ein paar Jahre jünger. Nee, ich habe nur 11 gelesen, aber das reicht mir auch erstmal. Und wie dick waren die? Das interessiert mich am allermeisten. Wenn ich nämlich bei Lara höre, 84 Bücher, dann habe ich mir so gedacht, naja, das Größte davon hat vielleicht 30 Seiten gehabt, wa? Naja, meine hatten so 100 bis 200 Seiten. Ui, das ist natürlich schon viel. Und Dominik, wie viel hast du denn hier in dieser Aktion Jugend liest und schreibt gelesen? Also ich habe 6 Bücher gelesen und die Bücher waren auch relativ dick, so 200, 300 Seiten, und die Themen haben mich halt auch interessiert. Und die letzte hier in der Runde ist dann Mia. Mia, wie viel hast du gelesen? Mia musste eben klein beigeben, weil alle zogen hier ihren Ausweis raus und haben gewedelt und schon erzählt, sie hat ihren leider zu Hause. Aber du hast natürlich auch gelesen, ne? Ja, ich habe nur 5 Bücher gelesen. Ich lese auch nicht so viel wie meine Schwester. Trotzdem hast du dich auch mit bereit gefunden, daran mitzumachen. Ist es so ein bisschen das Regenwetter-Ferienprogramm-Angebot? Passte ganz gut diesen Sommer. Es hat ja nicht so durchgehend richtig geiles Wetter gegeben, ne? Ja, wir waren auch viel weg, deswegen. Ach, und dann liest man unterwegs, oder? Nee, deshalb habe ich ja nicht so viel gelesen. Gut, und dann fragen wir jetzt gleich nochmal bei der, die hier wieder alles angestiftet hat, nämlich Andrea Gabatsch. Wie seid ihr zufrieden bei der Stadtbibliothek mit dem Echo in diesem Jahr? Das Wetter hat doch gestimmt, in Anführungsstrichen. Ja, also wir sind sehr zufrieden, weil wir haben 55 Teilnehmer mehr gehabt als letztes Jahr, 456 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist super. Mit dem Wetter hat es meiner Meinung nach gar nichts zu tun, weil lesen kann man immer, egal ob die Sonne brennt oder ob es regnet. Im Gegenteil, bei uns zum Beispiel in der Stadtbibliothek ist es meist gar nicht so voll, wenn es regnet. Das ist auch ganz gut so, weil das mögen wir nicht so gerne, wenn unsere Bücher ohne Schutz durch den Regen getragen werden. Also es hat eigentlich mit dem Wetter hat es weniger zu tun. Der Zusammenhang ist nicht so groß, wie man denkt. Andrea Gabatsch, 456 Leserinnen und Leser, wenn die dann so in einer Woche kommen, dann sind die Regale leergefegt, oder? Ja, am Anfang sieht es schon immer so ein bisschen wie so ein abgeräumter Angebotstisch aus. Aber inzwischen ist das Angebot wieder sehr, sehr gut. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich auch eine sehr richtige Staffelung vorgenommen, sodass hoffentlich immer wirklich auch die Sachen da waren oder zumindest immer für jeden auch was interessant war. Und für die, die nicht ihr Wunschbuch vor Ort gefunden haben, die konnten ja auch immer kostenlos vorbestellen. Das wurde dieses Jahr auch sehr viel genutzt, vor allen Dingen Miles und Niles. Von dem Buch vermute ich, dass das einer der Renner ist. Das hast du ja auch gelesen, ne? Genau. She's just a girl and she's on fire.
hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. She got both feet on the ground and she's burning. Tonkuhle haben Sie eingeschaltet, Donnerstagnachmittag, die Zeit für Wir stellen uns vor. Und heute zu Gast die Julius-Club-Teilnehmer und Teilnehmerinnen Dominik, Patrick, Lara, Mia und Emma zusammen mit Andrea Gavatsch von der Stadtbibliothek. Wir versuchen heute hier in der Sendung so einen kleinen Schlussstrich zu ziehen zur diesjährigen Aktion. Aber sie geht ja noch bis zum 10.8. gegangen. Wir strahlen das ja nachträglich aus. Nun interessiert mich natürlich nun nochmal bei Emma nachzuhören, was motiviert denn am meisten eher so das, was da am Ende winkt? Also da gibt's ein Huni, da gibt's Klassensachen, ein Skateboard, lese ich da Bücher und sowas. Ist es eher so diese Preisausschreiben-Geschichte, die einen lockt, oder ist es rein das Interesse am guten Buch? Eher beides. Also es ist schon schön, dass man am Ende auch was gewinnen kann, aber ich lese halt auch sehr gerne und dann bietet sich das halt an, damit zu machen. Was hast denn du für Erfahrungen gemacht? Wir sind nun zwei jüngere Jungs. In eurem Alter, die Jungs, daddeln die eher und machen jetzt das, was alle machen, nämlich Pokémon Go? Oder lesen da auch Jungs? Da kann ich nicht viel zu sagen, weil in meiner Klasse bin ich die Einzige, die mitmacht und sonst weiß ich da nicht so viel. Huldrieu, die Einzige, die mitmacht. In der wievielten?
achten. Und das ist aber in der 9. Klasse ist das schon eine außergewöhnliche Geschichte, oder? Dass so wenig lesen? Nee, eigentlich eher nicht. Und guckt ihr alle Netflix? Keine Ahnung. Nee, sie gucken noch nicht Netflix. Da habe ich noch zu tief gestapelt. Lara, weißt du schon, was Netflix ist? Ja, also ich weiß es. Und wie viele Staffeln Game of Thrones hast du dir schon reingetan? Keine. Keine. Also wir haben hier eine ganz besondere Szene, die nämlich nicht eckige Augen hat, sondern die eher immer noch weiß, wie umblättern geht. Wie ist das eigentlich bei euch so? Habt ihr elektronisch gelesen oder habt ihr im guten, richtigen, papierenden Buch geblättert? Also ich habe den größten Teil Bücher gelesen, aber ich habe auch recht viel über die Online gelesen. Das geht auch. Und Mia, wie ist das bei dir schon? Du hast auch richtige Bücher oder guckst du auch schon mal irgendwie so im Computer rum? Oder habt ihr sogar so ein, wie heißen diese Geräte heute? Also ich lese nur richtige Bücher. Ja, Kindle und ich weiß nicht was alles. Also solche Teile, die man irgendwie aufladen kann, wie das Handy und so weiter. Jungs, habt ihr sowas zu Hause, Patrick? Nein, ich lese nur richtige Bücher. Ja. Ja. Dürft ihr schon einen Rechner? Ja. Könntest also, wenn du wolltest, ne? Ja. Und Dominik, wie ist das bei dir? Rechner, ganz verpönte Sache, sagen Mama und Papa, du liest du mal erst Bücher? Also ich lese eigentlich nur Bücher aus Papier und ich nutze auch manchmal den Google Playbook Reader auf meinem Handy, um ein bisschen was zu lesen und darf auch mal schon an den Rechner. So eine halbe Stunde. Da weiß ich schon mal gar nicht, dass es sowas auf dem Handy auch schon gibt. Also so ein halbautomatisches Buch und so weiter. Aber nochmal bei euch Jungs nachgefragt. Habt ihr eigentlich auch so den Eindruck, dass es so zwischen Jungs und Mädchen Unterschiede in Bezug aufs Lesen gibt? Ja, es gibt schon Unterschiede. Manche Mädchen lesen mehr, manche Mädchen lesen weniger. Und bei Jungs ist das halt teilweise so, dass sie eher weniger lesen. Ist so. Ich war neulich wieder eingeladen zur Verleihung der Zuckerrübe, Andrea Gabbert, in Nordstemmen. Und da war das eigentlich ein sehr gutes Bild, gar nicht mehr so eine sehr geschlechtsspezifische Geschichte. Mädels lesen und die Jungs müssen sehen, was überbleibt. Habt ihr schon so eine Einschätzung vornehmen können, wie bei euren Teilnehmern dies Jahr so das Geschlechterverhältnis war? Ich glaube, dieses Jahr ist eine kleine Steigerung zugunsten der Jungs. Unter anderem vielleicht auch deswegen, weil wir ja die Zusammenarbeit mit der Fußball-Nachhilfe AG von Oskar-Schindler-Gesamtschule hatten und zum Auftakt auch das Thema Fußball gesetzt hatten. Denn es war ja der 10.6. der Auftakt zur Fußball-EM. Möglicherweise, aber es wird ja auch seit Jahren im Julius-Club sehr viel Wert darauf gelegt, dass eben auch Bücher dabei sind, die für Jungs ansprechend sind. Und ich glaube, genau die habt ihr beiden ja zum Beispiel auch rausgefischt, ne? Es war ja auch zum Beispiel eine Minecraft-Serie da drin. Und das ist einfach wichtig, ne? Damit Jungs sich auch angesprochen fühlen. Sonst war immer das Verhältnis ein Drittel Jungs, zwei Drittel Mädchen, aber vielleicht kommen wir ja dieses Jahr mal auf 40% bei den Jungs. Forever and forever.
Andrea, da müssen wir nochmal nachfragen. Mindcraft, was heißt das? Also ich übersetze mal so mit meinem Küchenenglisch. Das heißt irgendwas mit Geist und Kraft. Ich glaube, das könnt ihr beiden viel besser erklären, oder Patrick? Patrick, wir fragen mal bei dir nach. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Minecraft heißt. Aber da gehen schon zwei Hände gleichzeitig und Dominik. Also Minecraft ist ein Computerspiel und heißt wortwörtlich übersetzt tatsächlich Minecraft. Das ist da so, da spielt man in einer Welt. Ach, mein und ohne D hinten. Ich habe gedacht, mein, wie hier denken. Nein, da spielt man in einer Welt, die besteht nur aus Blöcken und die sind alle rechteckig und quadratisch. Und da gibt es nichts Rundes, außer die Eier von Hühnern. Und da kann man sich Tunnel graben und da muss man überleben. Oder man kann auch kreativ sein und in der Creative-Welt alles bauen, was man möchte. Man kann fliegen, man kann unendlich lange tauchen. Ja, ist ein sehr tolles Computerspiel und weltweit bekannt. Und da gehen sechs andere Augen, die klimpern und sagen, oh, wie langweilig, oder immer... Ich habe das Spiel tatsächlich auch, aber ich spiele ganz wenig. Also stellt ihr das fest, dass Mädels eher weniger Computer spielen? Nein, also ganz viele Mädchen in meiner Klasse spielen viel Computer und es war auch eine lange Zeit lang ziemlich angesagt. Ja, also es ist schon eher auch so eine Wellenangelegenheit. Was ist so innen, was ist angesagt, was bringen manche so in die Gruppe ein? Ja, es hängt auch ein bisschen eher davon ab, was man so mag. So, nun interessiert uns natürlich vor allen Dingen, Kinder, was ist so angesagt denn eigentlich im Augenblick in der Jugendbuchszene? Also ich habe damals noch mit dem guten alten Schneiderbuch angefangen. Mein Erstbuch kenne ich immer noch, das hieß Mein lieber kleiner Apfelbaum. Eine ganz dramatische Geschichte, weil von einem kleinen Apfelbaum der einzige Apfel gefressen worden war. Und was stellte sich heraus? Es war ein kleines, dusseliges Pony, was sich dabei nichts gedacht hat. Was lest ihr denn heute so, Mia? Ich lese auch Fantasy. So halt, ja. Katrin Lange-Bücher. Was? Katrin Lange-Bücher, hier aus der Gegend. Das ist eine Hildesheimer Autorin. Was hast du denn jetzt im Julius-Club gelesen? Also, ich habe Londons geheimster Zirkel gelesen. Mhm, super. Zara alles Sommer. Yolanda Ahoy. Worum geht's denn da in diesen Büchern? Ja, um... Das waren halt nur Geschichten, wo Mädchen drin waren. Und dann, ja, es geht halt, bei dem, was ich jetzt gerade lese, geht es um Mädchen. Das will unbedingt zu Rock auf Rügen. Das ist ein Musikfestival, ne? Ja. Und da will sie halt hin und dann macht sie heimlich Straßenmusik. Und damit verdient sie sich das Geld, dass sie da hin kann. Das ist also doch so eher was, wo ihr sagen würdet, das könnte uns auch passieren. Das ist so aus dem richtigen Leben eine Geschichte. Ja, schon. Ja. Gar nicht so irgendwie abgedreht, future-mäßig, fantasy-mäßig, sondern es ist einfach, könnte uns passieren. Ja. Ja. Und fragen wir nochmal weiter, Lara, was ist so in deiner Altersgruppe angesagt? Früher war das eher so die typische Hanni- und Nanni-Zeit und jedes Mädchen wollte gerne die Erde auf dem Rücken der Pferde erkunden. Also ich weiß nicht, ob wirklich sehr viel aus unserer Klasse jetzt so lesen, aber ich lese halt eher so eher zur Zeit solche Bücher wie
Das Schicksal ist ein mieser Verräter. So. Oder für Aki, also halt über Mädchen, die zum Beispiel an Krebs leiden und über ihr Leben. Aber es interessieren mich auch Bücher wie Fantasy-Bücher oder mit viel Action oder so. Also schon auch Drama. Ja, auch Dramas oder auch manchmal lese ich auch Thrillers oder so, aber halt nach solchen Jugend. Geht euch das dann schon so, dass ja die Emotionen noch angesprochen werden? Könnt ihr beim Lesen weinen? Ja, also ich habe zum Beispiel bei Für Aki habe ich schon auch angefangen zu weinen. Und ja, also die Emotionen, die spielen da auch eine sehr große Rolle bei mir. Dominik, wie sieht das aus? Du giggelst da gerade so. Weinen beim Buchlesen? Nee, da werden ja die Seiten nass, wa? Also, ich weine eigentlich nicht beim Buchlesen, vor allem nicht bei Harry Potter, weil das ist schon was für sich, wie ich es immer sage. Oder Star Wars, das ist auch eher spannend als traurig. Ja, also weinen tue ich beim Buchlesen nicht. Da sind sie hart im Nehmen. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Ich weine auch nicht beim Buchlesen. Und weil jetzt das Stichwort viel natürlich und ich habe auch in der Zeitung gelesen, ja, in England ist mit viel Brimborium vorgestellt worden, der neue Harry Potter. Liest du denn schon sowas? Ja, ich habe schon Harry Potter gelesen, aber ich kenne jetzt nicht alle Teile. Muss man auch jetzt erstmal noch nicht in deinem Alter kennen, ne? Geht. Geht, sagt er da. Wie ist das bei dir immer? Schon jetzt angestanden, schon geordert und schon gleich in Englisch? Das neue Harry Potter Buch? Ich habe tatsächlich noch nie Harry Potter gelesen oder geguckt. Ich kenne das gar nicht. Das finde ich bemerkenswert. Andrea, wie ist das, wie groß ist der Einfluss dieser Bombenseller auf dem Weltbüchermarkt? So ein Team, was auswählt hier in der Stadtbibliothek, sagen die, also Frau Rowling ist reich genug, das müssen wir nicht auch noch featuren. Es gibt doch so viel nebenbei, was auch gut ist. Was bestimmt da so die Auswahl? Doch, das ist natürlich schon wichtig. Da, sowas müssen wir kaufen für die Stadtbibliothek. Das ist einfach wichtig, weil unsere Kunden das haben wollen. Und das ist ganz klar, sowas ist Gesetz. Da ist für mich nur die Frage, wie viele kaufe ich davon. Jetzt bisher gibt es ja nur die englische Ausgabe von dem neuen. Und also die habe ich jetzt erstmal liegen gelassen. Ich warte jetzt erstmal ab, weil hier die Buchhändler in Ameisbuchecke haben mir auch erzählt, dass das noch nicht so stark nachgefragt ist. Es ist ja auch eher ein Theaterstück. Ja. Von daher glaube ich schon, dass die meisten Fans vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein werden. Aber trotzdem werden sie es alle lesen wollen. Ganz klar werden wir das in der Stadtbibliothek staffeln bis zum geht nicht mehr. Und dann gibt es natürlich auch jetzt im November wieder ein neues Gregs Tagebuch. Das sind einfach solche überragenden Serien, die müssen wir natürlich haben und das ist auch in Ordnung. Aber ich finde es eben auch schön, dass im Julius Club natürlich versuchen wir dort auch Renner zu haben, aber da ist ja auch immer eine gute Mischung, auch mit Büchern, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit finden würden.
Tonkuhle haben Sie eingeschaltet und heute steht das Lesen im Mittelpunkt unseres Interesses. Andrea Gabatsch von der Stadtbibliothek und eine Auswahl von diesjährigen Julius Club Jugend liest und schreibt, so heißt der Club, sind heute hier im Tonkuhle-Studio zu Gast und Dominik, Patrick, Lara, Mia und Emma haben sich zu einer Aktion bereit erklärt, nämlich die ist auf diesem heutigen Tag, auf diesem 8.8., wo wir aufnehmen, Julius geht auf Sendung, so heißt diese Aktion. Es ist ein Teil eines flankierenden Programmes, so könnte man das sagen, die Julius Club Aktion in diesem Sommer begleitet hat. Wir wollen noch mal kurz ansprechen, was da so alles stattgefunden hat. Ich fange noch mal hier in unserem Kreis bei Emma an. Emma, hast du bei diesem Rahmenprogramm irgendwas mit besucht von diesen Aktionen? Nein, das ist jetzt meine erste Aktion, weil ich den ganzen Sommer irgendwo anders war und dann hatte ich gar keine Zeit, irgendwo teilzunehmen. Hätte ich aber gerne gemacht eigentlich. Und was nun hat dich gerade zur Tonkuhle geführt? Wolltest du da schon immer mal die Nase reingucken und hast dich nicht getraut? Es interessiert mich schon, aber ich bin eigentlich eher durch Mia hierher gekommen, weil sie das gerne machen wollte. Da müssen wir natürlich bei der kleinen Schwester nachfragen. Mia, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Bist du schon mal irgendwie beim Kinderradio gewesen oder so? Nein. Erste Mal heute auch richtig hier? Ja. Und was war denn so bei dir der Britzel? Warum hast du gesagt, ich will ins Radio? Also ich wollte einfach mal wissen, wie das so funktioniert. Also simpel die Neugier, ne? Das kommt sonst bei dir aus den Lautsprechern oder Ohrhörern und so weiter. Was hört ihr denn eigentlich so einen ganzen Tag, wenn ihr was hört? Wenn wir was hören, hören wir meistens Enjoy. Und noch nicht irgendwie Spotify oder so ein Zirkus? Da guckt sie mich runzelnd an. Lara, du weißt schon, was Spotify ist. Ja, also, ich weiß es. Erzähl es mal unseren älteren Zuhörern, die wissen nämlich nicht, was es ist. Also, das ist halt so eine App und da kann man halt Musik hören oder auch Playlist sich gestalten. Ja, halt. So eine App, und wenn man so eine App bedienen kann, dann kann man für, glaube ich, schlappe 8 oder 9 Euro irgendwie 376 Millionen Titel hören. So alt kann man gar nicht werden, um die alle irgendwie anzuhören. Ja, und Jungs, was hat euch bewegt, Patrick, zu Radio Tonkuhle zu kommen? Also ich wollte einfach mal gucken, wie das hier aufgebaut ist und ich habe mir halt mal die Aktion angeguckt und da fand ich das mit dem Radio einfach am besten. Und dann muss man da so schlapp eine halbe Stunde auf dem Sofa sitzen und nur immer rumquatschen. Hast du dir Radio so vorgestellt? Nein. Wie hast du denn dir Radio vorgestellt? Keine Ahnung. Dominik, wie sieht das bei dir aus? Findest du Radio was schweißtreibend, anstrengend, wahnwitziges oder hast du dir schon vorgestellt, dass man da irgendwie immer nur rumsitzt und kühl daherkört? Also ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt, nämlich dass man sich da auch ein bisschen bei bewegt. Ah, also rumhottet. Also die Führung kommt ja noch im Anschluss und dann zeige ich euch nochmal, was es für Leute gibt und wie die sich hier vor den Mikrofonen bewegen. Ist ja nun alles kein Fernsehen, also sie müssen sich zu Hause das Wildeste überhaupt vorstellen. Wir quatscheln hier zwar so ruhig vor sich hin, aber hier wird gehampelt, hier wird grimassiert. Es ist durchaus eine lebendige Szene. Lara, Radio eigentlich so was von gestern oder was ist für euch heute am wichtigsten, wenn man an Medien denkt? Ne, also Fernsehen, da gucke ich halt nicht so viel. Also ich gucke schon halt Filme, wenn die mich interessieren. Da wenn ich anschalte, dann gucke ich halt etwas. Aber ich gucke jetzt auch nicht durchgehend. Ich höre halt auch Radio oder bin halt oder halt lese auch manchmal oder halt eher am Handy oder so. Aber Radio läuft bei uns eigentlich durchgehend im Hintergrund. Und das hat die Lara vorhin gerade mal so erzählt, du kannst es vielleicht mal allen Tonkuhle-Hörern, wo wir jetzt ja 12 Jahre alt werden, geht das glaube ich dann doch einigen runter wie Honig. Kannst du das nochmal erzählen für alle, die jetzt zuhören? Ihr seid eine ganz merkwürdige Familie nämlich, ne? Also nee, wir hören eigentlich recht viel Radio Tonkuhle im Hintergrund. Also früher haben wir eigentlich glaube ich fast nur Radio Tonkuhle gehört. Aber jetzt, jetzt hören wir eigentlich auch noch richtig viel Radio Tonkuhle. Ja. Und weshalb denn eigentlich? Ich weiß es selber nicht. Also weil hier, wenn jetzt zum Beispiel Nachrichten kommen oder so, dann hat man halt das Aktuellste aus der Umgebung oder auch eher halt das Aktuellste aus der Umgebung und dann... Man weiß ja wieder, wer vorher in der Moschee war und dann morgen wieder in Syrien bei ISIS eingestiegen ist, ne? Ja, sozusagen.
Naja, Nachrichten sind schon was wert. Aber es gibt ja dann noch die anderen Sendungen, wie diese hier, Andrea Gabatsch. Diese Entscheidung, also so eine Radiosendung zu gestalten, ist die aufgrund dieses allmählichen Geschmacks beim Verfertigen von Sendungen gekommen? Oder wer kam auf die Idee? Ja, das hat sich auch bewährt. Wir kämpfen natürlich im Julius Club auch immer sehr um Presseaufmerksamkeit, ganz klar. Und ich finde, Radio ist ein Medium, was ja so ein bisschen so ins Hintertreffen geraten ist, dadurch, dass heute doch so die visuellen Medien dominieren. Und ich schätze das sehr. Es macht einfach auch mal Spaß, interessanten Leuten im Radio zuzuhören. Und von daher finde ich das eine schöne Sache für den Julius Club. Und Buchempfehlungen kann man ja eben auch sehr gut mündlich aussprechen. So tut Volkes Mund Wahrheit kund. Andrea, jetzt muss ich Mediennachhilfe geben. Also, das wissen Sie wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht alle so ganz genau. Wer sich also die Daten, die erhoben werden, so über das Durchschnittsradiogewohnheitsverhalten, das Durchschnittsmediengewohnheitsverhalten, also was hört und sieht und liest man, dann kommt heraus, dass das Radio nach wie vor das Medium ist, was die meisten Leute erreicht. Bis zu 98%, zwischen 96% und 98% der Menschen werden vom Radio erreicht. Das ist irre. Schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit. Das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug. Alle halten mich für klug. Hoffentlich merkt keiner den Betrug. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich bin tierisch reich, ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab einen großen Teich und davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held und ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich will dich gern verführen. Doch bald schon merke ich, das wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich und dann küsst du mich. Denn zu meinem Glück weißt du nicht. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Auf deinen heiligen Schein fall ich auch nicht mehr rein. Doch du hast Gott sei Dank garantiert noch was im Schrank. Und das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht deine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weißt du nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt? Ihr habt nicht nur intensiv gelesen, ihr habt auch mitmachen können. Und das war ja meine ursprüngliche Frage. Es hat drei Programme gegeben. Es gab zum Beispiel so grandiose Veranstaltungen wie Orimoto. Wer war bei Orimoto von euch?
Okay, na, dann fragen wir nochmal bei Andrea Gabatsch nach. Ein wahnsinnig beeindruckendes Zeug. Das ist so eine Mischung aus Origami. Da geht es um Falten, so viel wusste ich. Aber Orimoto, was ist das? Ich kann es leider auch nicht wortwörtlich übersetzen. Ich habe mich aus der Veranstaltung weitgehend rausgehalten, weil ich sehr ungeschickt bin manuell. Aber da sind wirklich richtige Buchkunstwerke entstanden. Wir haben ja nun genug alte Bücher in der Stadtbibliothek, auch ausgemusterte. Man braucht eben ausgemustertes Buch, dass man dann so nach einem vorgegebenen Schemata zum Beispiel zu einem Apfel formen kann. Oder eine Kollegin hat eben Babyfüße gemacht. Oder man kann natürlich auch das schöne Wort lesen oder read, wie wir es hier auf der Abbildung sehen, dort eben falten. Das sind richtige Buchkunstwerke. Sowas müssen Sie sich mal angucken, wirklich angucken. Wir können das hier leider ja nicht zeigen. Ich meine, es gibt so einen Trupp im Mehrgenerationenhaus, der da im Keller so faltet. Es ist sagenhaft, das sind solche Hingucker, die kann man sich zu Hause hinstellen. Jeder Besucher bei Ihnen, der fällt aus allen Wolken, wenn er sieht, was man aus Büchern machen kann. Also wenn Sie noch irgendeinen dicken alten Raskolnikow haben vom Dostojewski, bloß nicht wegschmeißen, Orimoto mitmachen, das kommt total gut. Es gab dann aber auch noch die sogenannte genial gefährliche Unsterblichkeitsschokolade und Schokoladenherstellerei. Und da gehen die Augen hoch, die Lippe leckt über die Zunge. Dominik, bist du da gewesen? Also selbst da gewesen bin ich nicht. Ich war im Urlaub, um es zu gestehen, leider. Ich wäre gerne hingegangen. Ich habe den Band die genial gefährliche Zeitreiseschokolade gelesen. Der gehört auch zu dieser Reihe. Und der war schon recht spannend. Damit konnte man durch die Zeit reisen mit dieser Schokolade. Wenn man jetzt mit der anderen Schokolade unsterblich wird, na Halleluja. Was ist denn das für Zeug? Also ich kann bisher diese komische Fliegerschokolade, Schoka-Cola, die essen gestresste Autofahrer, wenn sie meinen, sie müssten noch eine halbe Stunde länger fahren als der Schlaf, der sie am Steuer zu übermannen droht. Diese Schokolade wurde hergestellt von irgendeinem komischen Typen, ich weiß nicht, wie der heißt, und der hatte eine Katze und die kann sprechen und die ist wie ein Mensch und die hat Krallenlack und wird gebürstet und gewaschen und der hat die hergestellt und dann aber vernichtet die restliche und da war so ein bisschen noch übrig und die hat dann diese Katze gegessen und ist durch die Zeit gereist. Wahnsinn, auf was man alles kommen kann. Und das beim Schokoladeessen. Dann gab es noch eine dritte Geschichte, da ging es um Poetry Slam. Andrea Gabatsch, was ist denn eigentlich Poetry Slam? Ja, das ist ja inzwischen so eine der beliebtesten Veranstaltungen unter Studenten. Es ist ja im Grunde ein Wettbewerb, ein Wortwettbewerb, kann man sagen. Ne? Und es geht um Sprache in kurzer, knackiger Form. Und der wirklich tolle Poetry Slammer Tobias Kunze war hier an der Oskar-Schindler-Gesamtschule, hat mit 8-Klässlern das vorgestellt und hat eben dazu animiert, selber Texte zu schreiben. Und der ist wirklich ein total cooler Typ. Der hat hier auch an der Uni den Slam-Wettbewerb gewonnen. To slam heißt ja Tür zu knallen, also wir machen ja auch immer in der Stadtbibliothek unseren Book Slam, also im Grunde kurze, knackige, kleine Buch. Rezensionen. Ja, kann man so sagen, genau. Bei der Werbung für den Julius Club machen wir auch immer zu einem Buch so eine kleine, schöne Szene, die ja meist viel interessanter ist als eine manchmal etwas dröge Buchbesprechung. Dann hat es auch noch gegeben, die Favoriten, die Julius-Favoriten, das war quasi zur Halbzeit der Ferien. Was ist denn da rausgekommen? Ja, das war auch ganz interessant. Also da haben zwei Mädchen sehr spontan einen Film gedreht, also eine Szene aus einem der auch sehr beliebten Bücher dieses Jahr, aus Layers von Ursula Poznanski. Erebos kennen sich ja auch ganz viele, dieser sehr spannende Thriller zum Thema Spielsucht. Und in Layers gibt es eine Szene, wo ein Junge wacht auf und glaubt, dass er vielleicht ja im Kampf mit einem anderen Obdachlosen diesen erstochen hat. Also eine sehr gewalttätige, aufregende Szene. Wir haben uns dazu auch ein sehr schönes Messer aus der Buchbinderei geliehen und haben dann in diesem Durchgang von der Scheelenstraße zum Ratsbauhof diese Szene gedreht.
die aber dann so authentisch geriet, dass viele Passanten besorgt fragten, was denn dort passiert wäre. Also das war eine sehr schöne Vorstellung. Also wir werden das auch noch auf der Julius-Seite, wird dieser Film auch noch verankert werden. But always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. Und neben Julius auf Sendung wird es nun das Grande Finale geben im Julius Club Abschluss im Tegar Kino. Und das Ganze wird stattfinden am Samstag, den 20. August um 10.45 Uhr. Was ist da geplant? Ja, das hat bei uns hier in Hildesheim schon Tradition. Dort werden dann die diversen Kategorien, wo es was zu gewinnen gibt, werden dort gekürt. Alle bekommen ihr Abschlussgeschenk. Alle, die mindestens 2 Bücher gelesen und bewertet haben, bekommen das Abschlussgeschenk. Das ist dies Jahr auch was besonders Schönes. Bin ich schon sehr gespannt. Ein ganz besonders toll gemachtes Notizbuch mit vielen Zitaten aus früheren Julius-Aktionen. Und dann zeigen wir immer traditionell einen Film. Dieses Jahr haben wir uns für Pets entschieden. Es muss ja auch immer was sein. Ah, das kommt hier gut an, das freut mich zu hören. Ist hoffentlich was für Jungs und für Mädchen. Ich hoffe, dass uns auch wieder der Oma Fami die Ehre gibt. Wir haben noch 2 Fußbälle für die, die am besten getippt haben, welches wohl das meistgelesene Julius-Buch wird. Ja, dann werden wahrscheinlich solche Jugendlichen wie hier Lara, die eben über 50 Bücher gelesen haben, die werden natürlich auch noch Sonderpreise bekommen.
Dann bin ich schon sehr gespannt auch auf den Gewinner in der Kategorie des Kreativpreises. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend. Bisher habe ich schon sehr schöne Lesezeichen und auch einen Film schon bekommen. Ja, und dann ist natürlich auch immer sehr spannend, welches war die beste Klasse. Und da wollen wir natürlich nochmal die Abschlussrunde hier rumfragen. Du hast uns vorhin erzählt, Emma, du bist die Einzige, die liest. Also eure Klasse wetteifert gar nicht mit. Ja, also es lesen schon einige, aber in meiner Klasse sind nur zwei beim US Club und ich bin auch die Einzige, die dann viel da macht. Und du guckst dann neidvoll auf die Klasse deiner Schwester, wo sie alle lesen, oder? Ich weiß nicht, ob da viele lesen, aber... Mia, wie viel lesen bei euch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur von ein paar Kindern, also vielleicht fünf, dass sie viel lesen. Wie muss denn eine Klasse dann teilnehmen? Ich meine, das klingt so ein bisschen danach, naja, unsere Klasse hat gelesen, aber die haben vergessen, uns anzumelden. Muss man sich da anmelden, Andrea? Nee, das läuft so. Wir fragen immer bei jedem Teilnehmer genau, in welcher Klasse sie oder er vor den Ferien war. Müssen also von daher immer oft nachfragen, wenn vergessen wurde, hinzuschreiben 5C oder 6C. Aber erfahrungsgemäß gewinnen meistens 5. oder 6. Klassen, weil da gibt es schon eben diesen berühmten Leseknick. 7-8-Klässler haben wir einfach nicht so viele. Aber die mitmachen, die lesen dann auch meistens besonders viel. Ne? Da seid ihr ja auch die besten Beispiele für. Und es ist eben auch so, wem es in der 5. Klasse gefallen hat, der macht dann meistens, dann zieht es meistens auch durch. Und also wir gehen ja auch immer vorab durch die Schulen. Und da sind eben auch Klassen, die das wissen und die organisieren sich dann vorher schon recht gut. Und ich ermuntere die natürlich auch immer, organisiert euch gut als Klasse. Ich bin sehr gespannt, wer es dieses Jahr sein wird. Also ich kann es wirklich noch gar nicht abschätzen. Wir versuchen, die Spannung bis zum letzten Moment aufrechtzuerhalten. Und Lara steht da drüber mit ihren 84 Büchern, weil sie so viel wie drei Klassen gelesen hat. Ja, hast du gedacht, den zeige ich es jetzt nochmal und nächstes Jahr sehe ich zu, was komplett anderes mache? Oder würdest du sagen, nee, auch nach 84 Büchern, mein Hunger auf Bücher ist überhaupt noch nicht gestillt? Nee, also das ist leider mein letztes Mal, dass ich auch teilnehmen darf. Ja. Und deswegen kann ich auch nicht noch weiter teilnehmen. Aber ja... Dominik, es ist Olympiadezeit, das ist ein olympischer Rekord. Wirst du von so einem Fieber angesteckt? Kannst du dir vorstellen, auch mal so viel zu lesen oder ist das für dich nur zweite Geige? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel lesen kann, also könnte ich, aber ob ich so viel lesen möchte. Es ist jetzt mein erstes Mal im Julius Club und es war relativ cool. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch mitmachen. Und Patrick, wie sieht's bei dir aus? Nochmal nächstes Jahr und wie sieht eure Klasse das? Also ich werde nochmal mitmachen nächstes Jahr, aber aus meiner Klasse lesen, glaube ich, ganz, ganz wenige. Da liest du ziemlich vorn und hat das schon in deiner Deutschnote gefruchtet? Geht so. Also eigentlich nicht. Eigentlich noch nicht, aber ich nehme mal an, im kommenden Schuljahr wird man das ziemlich deutlich merken. Da gehen andere Hände hoch, aber das wird dann später die Deutschlehrerin entscheiden. Andrea Gabatsch, Ausblick aufs nächste Jahr. Wir hören doch, das macht Lust auf mehr. Und selbst wenn dann Leute mit Rekordzahlen aussteigen, das ist nach wie vor schon eine dankbare Angelegenheit, weil die Kulturtechnik des Lesens die gehält deshalb nicht ins Hintertreffen. Ganz genau. Ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig und wir merken ja auch, wir können begeistern mit dem Julius Club und zum Beispiel auch Jugendliche so wie du, Lara, ne? Dich lade ich auch herzlich ein. Vielleicht hast du Lust, eine Mentorin zu werden. Es gibt auch immer noch Programme, wo man sich weiterbilden kann, dass du dann zum Beispiel dafür wirbst, ne? An deiner Schule. Ne? Hier macht mit. Du bleibst unser Ansprechpartner für die Stadtbibliothek. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und es gibt natürlich auch eine Jury, die immer die Bücher auswählt. Da lade ich euch auch alle herzlich ein, wenn ihr da Lust habt, mitzumachen. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Denn je mehr Jugendliche da auswählen, desto besser sind dann letztendlich, glaube ich, auch die Bücher, die zur Verfügung stehen. Soweit unsere diesjährige Replik auf Jugend liest und schreibt, den Wettbewerb, der die Jugendlichen ans Lesen bringt, wenn sie dann nicht schon dabei sind. Organisiert dieses Jahr von der VGH-Stiftung, der Büchereizentrale Lüneburg
und natürlich hier vor Ort durchgeführt und begleitet von der Stadtbibliothek Hildesheim. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die heute die Neugier hierher getrieben hat. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Radio? Dominik, Patrick, Lara, Mia, Emma. Und last but not least haben Petra Gabatsch und Thomas Munschik die Verantwortung für diese Sendung gehabt. Vielen, vielen Dank. Andrea Gabatsch. Ich komme immer durcheinander. Fürchterlich. Wenn das Leben grad zu allem schweigt, dir noch eine Antwort schuldig bleibt, dir nichts anderes zuzurufen scheint als nein. Es geht vorbei. Wenn der Sinn von allem sich nicht zeigt, sich tarnt bis zur Unkenntlichkeit, wenn etwas hilft, mit Sicherheit dann Zeit. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Es ist okay, wenn du fällst. Auch wenn alles zerbricht, geht es weiter für dich. Hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Auch wenn dich gar nichts mehr hält, du brauchst nur weiter zu gehen. Komm nicht auf Scherben zum Stehen. Es fürs Gegenhalten nicht mehr reicht, du es einfach gar nicht besser weißt, dann sei, es geht vorbei, es geht vorbei. Wenn jeder Tag dem anderen gleicht und dein Feuer der Gewohnheit weicht, wenn Lieben gerade kämpfen heißt, dann bleib, es geht vorbei, es geht vorbei. Hey, sei nicht so hart zu dir selbst, es ist okay, wenn du fällst. Auch wenn alles zerbricht, geht es weiter für dich. Hey, sei nicht so hart zu dir selbst, auch wenn dich gar nichts mehr hält.